Hi Leute, ich zeige euch heute Mystic Veil, ganz frisch eingetroffen. Und das ist ein Card Crafting Game, also im Gegensatz zu Deckbildern bauen wir uns hier kein Deck aus Karten zusammen, das heißt wir kaufen uns nicht neue Karten, sondern wir verbessern die Karten, die wir haben. Und das Ganze sieht jetzt folgendermaßen aus, jeder Spieler hat hier so ein Deck. Da sind auch bei jedem Spieler die gleichen Karten drin, nämlich 9 von diesen Cursed Lands. 3 mit unten, 3 mit Mitte, 3 mit oben. Ihr seht gleich, was das bedeutet. 8 komplett leere Karten und 3 Fertile Soil Karten, auch hier oben, Mitte, unten. Und ihr seht schon, also das verteilt sich hier so ein bisschen über diese Karten. Und im Laufe des Spiels kann ich eben für das Mana, was auf diesen Karten drauf ist, kann ich mir solche Verbesserungen kaufen und stecke die dann mit in die Kartenhülle mit dazu und schon habe ich eine insgesamt bessere Karte. Die Kartenhüllen kommen übrigens mit dem Spiel mit, also das ist kein Problem. Zusätzlich kann ich mir neben diesen Kartenverbesserungen auch noch hier diese Veil Cards kaufen, die mir entweder Siegpunkte bringen oder auch irgendwelche besseren Eigenschaften noch bringen. Ja, so, genau, ich würde sagen, ansonsten fangen wir einfach mal an und den Rest erkläre ich beim Spiel. Das hier, diese 2 Token sind für die einzelnen Spieler. Ja, das hier ist für den blauen Spieler. Und der andere ist für den roten Spieler. Normalerweise kann man einen guten Teil des Spiels auch gleichzeitig machen. Sage ich gleich noch was zu. Ich lege es mal. Mal gucken, so, dass man es auch noch sieht. Nein, legen wir es mal darüber. So, also blau und rot. Ich muss es halt immer weglegen, damit ihr auch was seht. So, das Spiel fängt erstmal damit an. Wir decken erstmal Karten auf. Und zwar, bis wir insgesamt, also ist gleich eine Leere, 3 dieser roten Symbole sehen. Ja, da ist schon Nummer 2. Das ist eine andere Karte, das ist sehr gut. Und die dritte, das dritte rote Symbol, diese Karte legen wir jetzt hier oben drauf. Jetzt das Ganze nämlich folgendermaßen, das rote Symbol hier, das ist das Symbol für Decay, also Verfall. Ja. Und wenn man jetzt 4 oder mehr dieser Symbole hat, ohne gleichzeitig grüne Symbole zu haben, die das Ganze nämlich quasi negieren, also wieder ersetzen, dann hat man gespoilt, so nennt sich das. Also man hat den ganzen Zug verwirkt im Endeffekt. Und wenn das passiert, dann darf man nur seinen Token hier auf die blaue Seite drehen. Das heißt, man bekommt ein Mana nachher, was man sich irgendwann nehmen kann, aber ansonsten darf man gar nichts machen. So, und da kommt jetzt so ein bisschen dieser Press Your Luck Mechanismus ins Spiel. Also man kann sein Glück sozusagen herausfordern. Momentan habe ich nur 3 Symbole, die man sieht. Ja, jetzt kann ich sagen, okay, das Mana, was ich hier in meinem Field, in meinem Feld habe, das reicht mir nicht, ja, das ist mir, der Zug ist mir nicht gut genug, ich riskiere es und decke mehr Karten auf, ja, um noch mehr Mana zu bekommen, denn diese Karte, die auf meinem Deck liegt, die darf ich schon nicht mehr benutzen, also dieses Mana darf ich nicht ausgeben, ich habe momentan nur 3 Mana zur Verfügung, ja. Eigentlich 3 Mana ist schon ganz okay, weil hier seht ihr die Karten, die es momentan zu kaufen gibt. Und hier oben rechts sind die Kosten. Ja, diese Karte kostet nur 2 Mana. Das wäre also überhaupt kein Problem, davon eine zu kaufen. Die kostet 3, die kostet auch 2. Von daher wäre das schon in Ordnung. Und ich glaube, ich riskiere das auch gar nicht. Wie schon gesagt, das sind insgesamt 9 Karten mit so einem Decay-Symbol drin, also 9 Karten, die mich das Ganze, die mich dazu zwingen, meinen Zug zu beenden, ohne dass ich irgendwas machen kann. Und dementsprechend mache ich lieber was. Oh, guck mal, die gehört da gar nicht hin. So, die gehört darüber.
Okay, also für die 3 Mana darf ich mir jetzt was kaufen und dann kaufe ich mir doch einfach hier diesen Deadwood Harvester, der kostet 3 und der hat jetzt eine Eigenschaft, when played, das heißt, wenn ich ihn von meinem Deck hier rüberlege, dann gilt diese Eigenschaft und damit darf ich eine andere Karte in meinem Feld abwerfen. Ja, das heißt, ich darf so eine Cursed Land Karte zum Beispiel abwerfen, um wieder weniger rote Symbole zu haben. Oder mache ich das? Jetzt bin ich gerade ein bisschen ins Grübeln gekommen. Ach, wisst ihr was? Ich probiere das. Ich riskiere das jetzt einfach mal. Ich fordere mein Glück doch heraus. Das heißt, ich lege die Karte hier rüber. Jetzt muss ich die nächste Karte rumdrehen. Verdammt. Jetzt habe ich 4 rote Symbole. Ich hätte es doch lassen sollen. Ich habe 4 rote Symbole. Das heißt, jetzt habe ich gespoilt. Das heißt, diese Karten kommen alle auf meinen Ablagestapel. Der ist mal außerhalb vom Bild. Und ich darf jetzt meinen Token hier auf die blaue Seite drehen. Das heißt, irgendwann in einem späteren Zug habe ich einen Mana mehr. So, dann legen wir die mal da hoch. So, und jetzt kommt der Teil, den man eigentlich gleichzeitig machen kann. Also während schon der andere seinen Zug beginnt, kann jetzt dieser Spieler schon mal anfangen und hier wieder aufdecken. Ja, wieder so lange, bis er insgesamt 3 rote Symbole hat. 2, immer noch nichts. Und da ist das dritte. So, und an dieser Stelle wartet er dann einfach, bis er wieder dran ist. Jetzt muss ich natürlich das Ganze hier mal aus dem Weg räumen, damit ich Platz für den zweiten Spieler habe. So, das heißt, das legen wir erst nochmal zur Seite. Das kommt dann gleich wieder. Und dann ist der rote Spieler an der Reihe. Der Grund übrigens, warum ich diese Karte nicht haben wollte, die ist an sich nicht schlecht, die kann man auch später richtig gut einsetzen, aber so als allererste Karte habe ich mir gedacht, hilft mir das jetzt noch nicht so viel weiter. Deswegen, na gut, ist so, ne? So, da fängt es gleich mal gut an mit 2 Fertile-Soil-Karten. Das ist natürlich schon mal sehr praktisch. So, dann sind wir bei 4 Mana. Oh, ich ziehe die ganzen leeren Karten. Das wird anstrengend. So, da sind wir. Gut, jetzt habe ich natürlich schon so viele leere Karten und meine 2 Fertile-Soil-Karten. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier eine vernünftige Karte als nächstes kommt, ist sehr gering. Von daher kaufe ich mir jetzt einfach was für die 2, 4 Mana, die ich da habe. So, jetzt bin ich natürlich schon fast versucht, eine Reihe rüber zu gehen. Also es gibt hier 3 Level an Advancements, so nennen die sich, also Verbesserungen. Ja, das hier sind die Level 1 Advancements, das sind Level 2, das sind Level 3 Advancements. Und jetzt könnte ich mir natürlich auch einen Vierer kaufen. Also die 2 hier kosten beide 4. Ihr seht übrigens diese Karten hier, ja, gerade mal die. Die bringen kein Mana, sondern die bringen diese Symbole hier. Und mit diesen Symbolen kann ich mir nachher die Veil Cards kaufen. Da stehen die Kosten auch oben rechts. Ja. Das heißt, die kann ich dafür verwenden. Jetzt hat der hier natürlich, das hier ist eine Wildcard, also quasi ein Joker. Den kann ich für jedes beliebige Symbol verwenden. Das ist natürlich auch ganz interessant. Ja, ich glaube, die Karte kaufe ich mir. Die tue ich einfach mal damit dazu. So, was ganz wichtig ist, ich darf nie Bilder mit Bildern überdecken. Also ich kann dieses Advancement nicht in diese Karte reintun, weil es auf derselben Ebene ist. Ich muss dieses Advancement auch in eine Karte tun, mit der ich meinen Zug gerade gemacht habe. Ja, und ich tue die jetzt einfach mal hier dazu. Oder mache ich jetzt eine komplett leere? Naja, ich tue sie einfach mal da dazu. Genau, das lassen wir einfach mal so. Meine 4 Mana hatte ich. So, und das heißt, die Karten kommen auf den Ablagestapel. Und auch hier könnte ich jetzt wieder weitermachen. Ich mache es aber später. Ja, einfach weil ich nacheinander spielen ist für mich jetzt ein bisschen einfacher. Und sobald mein Zug zu Ende ist, wird hier aufgefüllt. Ich darf insgesamt in meinem Zug bis zu 2 Advancements und bis zu 2 Veil-Karten kaufen. Also ich hätte auch die 2 Zweier kaufen können, das wäre auch kein Problem gewesen. Aber
So viel Mana hatte ich einfach nicht. So, gut. Dann sind wir hier, waren wir mit dem blauen Spieler. Das heißt, hier haben wir 3 Mana plus ein potenziell viertes. Und das benutze ich, glaube ich, auch gleich. Habe ich gerade gesehen, der Wolfmoon, das finde ich auch eine ganz nette Karte. Gehe ich auf den oder gehe ich jetzt erstmal auf die günstigen? Ich glaube, ich gehe mal auf die günstigen. So, und zwar kaufe ich mir diese Karte. Das heißt, in der Harvest Phase, das ist übrigens, kann ich ja gerade nochmal zeigen, hier ist die Reihenfolge, die Planting Phase, oder andersrum, eigentlich muss man mit der Prep Phase anfangen. Ja? Die Prep Phase ist die Phase, wo ich so lange aufdecke, bis ich 3 oder mehr rote Symbole habe. Das heißt, ich muss auch wirklich so lange aufdecken, bis ein drittes oder eventuell sogar viertes rotes Symbol hier auftaucht. Ich darf gar nicht vorher aufhören. So, in der Planting Phase, das ist die Phase, in der ich jetzt es riskieren kann und noch mehr Karten aufdecken kann, wenn ich das möchte. Entweder so lange, bis ich sage, es reicht jetzt, oder bis ich halt ein viertes rotes Symbol habe. Und dann kommt die Harvest Phase. In der Harvest Phase, also in der Erntephase, gebe ich dann meinen Mana aus, um mir Karten zu kaufen. Bellcards oder Advancements, das ist egal. Und dann kommt die Discard Phase, wenn ich mit meinem Zug fertig bin. Das ist jetzt auch das, wo ich dann diese Advancements schlussendlich in die Kartenhüllen stecke. Ja. So, das tue ich mal da rein. Und das hier, diese Karte hat noch ein weiteres interessantes Symbol. Und zwar diesen Helm. Und da gibt es eben ganz viele Karten, die sich darauf beziehen. Wie zum Beispiel die hier. In der Harvest Phase bekomme ich da 2 Siegpunkte für jeden Helm, der auf dieser Karte drauf ist. Ja, so, und dementsprechend will man die Helmkarten auch am besten in leere Hüllen stecken. Ja, so, damit man eben möglichst viele dieser Helme zusammenbekommt auf nachher eine Karte. So, das war's davon. Das kommt auf den Ablagestapel, die kommen zur Seite. Übrigens noch eine Sache, die ich vergessen habe, schon mal zu erzählen. Na, geh mal her. Ihr seht bei manchen Karten hier unten rechts dieses Symbol. Das sind Siegpunkte, die es am Spielende gibt. Und hier oben links dieses Symbol, das sind Siegpunkte, die es im Laufe des Spiels gibt. Also sobald ich in der Harvest Phase diese Karte in meinem Feld liegen habe, bekomme ich 2 Siegpunkte. So, hier seht ihr die Siegpunkte. Wie viele Siegpunkte hier liegen, hängt davon ab, wie viele Spieler mitspielen. Also hier bei 2 Spielern sind es 23. Ja. Und sobald diese 23 Siegpunkte aufgebraucht sind, wird das Ende des Spiels eingeleitet. Das heißt, die Runde wird noch zu Ende gespielt, dass jeder gleich viele Züge hat und dann wird abgerechnet. Sollte jemand im Laufe dieser Endphase noch mehr Siegpunkte bekommen, es gibt einen ganzen Stapel davon. Ja, von dem kann man sich dann auch noch Siegpunkte nehmen. Aber das hier ist quasi nur der Timer dafür, wann das Spiel zu Ende ist. So. Das heißt, hier werden jetzt die 9 aufgedeckt, weil der Zug fertig war und dann ist der rote Spieler wieder an der Reihe. So, dann decken wir mal da weiter auf. 2 und 3. So. Okay, jetzt habe ich hier zur Auswahl einmal diesen. Wenn der gespielt wird, darf ich eine beliebige andere Karte in meinem Feld abwerfen. Dann, wenn die hier gespielt wird, darf ich mein Deck nach einer beliebigen Karte durchsuchen und sie abwerfen und muss danach neu mischen. Das ist auch sehr interessant, um eben diese Cursed Lands aus dem Deck rauszubekommen. Im Endeffekt tun diese 2 Stapel mehr oder weniger das Gleiche, nur bei dem einen kann ich eben noch sehen, was da drin ist. Ja, ich glaube, deswegen hole ich mir auch lieber den. Jetzt habe ich keine Karte, wo ich irgendwie in der Mitte was schon hätte. Das heißt, ich muss den in eine leere Karte machen
für meine 1, 2, 3 Mana. So, dann tun wir die da rein. Und die gehen auf den Ablagestapel. Und hier kommt die nächste Karte hin. So, und hier haben wir jetzt dieses Growth, also das Wachstumssymbol. Und wenn das jetzt auf einer Karte mit dabei wäre, würde ein rotes Decay-Symbol nicht zählen. Das bedeutet auch, ich würde so lange aufdecken, bis ich 4 rote Symbole sehe, weil das hier zählt quasi einfach nicht mit. Ja, das heißt, ich decke immer so lange auf, bis ich 3 aktive rote Symbole sehe. Andersrum. So. Gut. Aber die Karte haben wir noch nicht. 2. Immer noch 2. Und da ist das dritte. Okay. So, ist jetzt die Frage, mache ich noch was oder sage ich, es reicht? Nee, ich glaube, ich sage, es reicht erstmal. Übrigens, was ich noch auch noch nicht erwähnt habe, es gibt hier noch diesen Stapel mit Fertile Soil Karten. Ja, also das, was ihr auch auf ein paar von euren Anfangskarten habt, die bringen einfach einen Mana, haben sonst keine Eigenschaft und kosten 2. Die darf ich mir immer kaufen und ich darf mir dann auch eine raussuchen. Ja, also die gibt es auch in unten, Mitte und oben. Ja, und ich darf mir dann die Karte raussuchen, die ich gerade brauche. Aber es gibt hier für 2 eine ganz ähnliche Karte, die bringt mir auch einen Mana. Und zusätzlich cancelt sie noch alles außer einem roten Symbol. Auf dieser Karte momentan habe ich nur 1 da drauf. Aber ihr seht ja hier schon, es gibt noch Karten, die haben noch mehr rote Symbole, von daher kann ich mir dann nachher vielleicht ein rotes Symbol mit sparen. Und dementsprechend kaufe ich mir diese Karte für 2. Und da kommt die nächste. So. Und dann ist der rote Spieler schon wieder an der Reihe. Also ihr seht, die Züge, die gehen eigentlich relativ schnell. Ich meine, klar, es kann mal einen Moment dauern, wo man mal überlegen muss, was man jetzt genau kaufen möchte. Aber ansonsten geht es relativ zügig. So, hier habe ich jetzt nur zwei Mana. Ich glaube, ich riskiere das jetzt einfach mal, ob ich noch ein drittes kriege, dass ich mir wenigstens diese Karte kaufen kann. Alternativ, wie schon gesagt, könnte ich mir eben eine Fertile Soil Karte einfach kaufen für die 2. Aber das ist ja langweilig. Wir riskieren das. Ja, schade. Ist aber nicht so schlimm, wie schon gesagt. Ich bekomme ja hier dieses Mana und manchmal ist das auch eigentlich irgendwie ganz gut, wenn man spoilt, weil bevor man sich irgendeine blöde Karte kauft, dann hat man wenigstens im nächsten Zug ein Mana mehr. Und von daher kann das ruhig auch schon mal passieren. Das ist nicht so dramatisch. Wenn es natürlich öfter passiert, irgendwann ist doof. Ja, irgendwann wirft einen das dann doch zurück. So, jetzt mein Deck leer. Das heißt, wie bei jedem Deckbuilder nehme ich jetzt meinen Ablagestapel in dem Moment, wo ich mehr Karten brauche. Und mische den einfach wieder. So. Da noch mal da rein. So, das soll mal reichen. Und da sind wir auch schon gleich fertig. Das heißt, 3 Mana habe ich zur Verfügung. Ja, komm, dann nehme ich mir einfach mal diese Karte für 3. Ja, das ist schon wieder eine Fertile Soil. Die gehört da nicht hin. Übrigens, das bedeutet, ich muss hier noch 2 Karten mehr auf den Stapel legen. Also das hier sind alle Level 1 Advancements. Gibt es auch jede Menge von. Was macht denn alle diese Fertile Soil Karten da drin? Ah, die dann da rein. Das war wohl ich. So, da ist gleich noch eine. Weg damit. Das ist insofern wichtig gewesen. So, und den kommen wir mal drunter. Weil von diesen Level 1 Advancements nehme ich auch nur in Abhängigkeit von der Spieleranzahl eine gewisse Anzahl mit. Ja, also hier nur 12 Karten. Wenn die aufgebraucht sind, wird diese Reihe von hier oben aufgefüllt. Ja, also das heißt, es sind immer 9 Karten da, die man kaufen kann. Aber irgendwann sind halt keine Level 1 Advancements mehr da, dafür mehr Level 2. Und falls die irgendwann mal ausgehen sollten, wird mit Level 3 eben aufgefüllt. Ist aber eher unwahrscheinlich.
weil das sind dann doch schon einige Karten. Es gibt auch jede Karte insgesamt dreimal, immer in oben, Mitte, unten. Ja. So, auch da ist der rote Stapel fertig. Das heißt, auch da müssen wir mal schnell mischen. So, zack. Kurzer Mischunfall. Da wieder rein damit. So, ich hoffe, ich schaffe es auch irgendwann, euch mal noch von diesen Vale-Karten welche zu zeigen. Ich meine, klar, zeigen kann ich es euch auch so, aber das auch mal mit dem Kaufen das noch hinbekommen. Und da ist schon wieder fertig. So wird das natürlich schwierig. Wobei, ich nehme einfach diese Karte. Das ist zwar jetzt mit diesem Helmsymbol nicht so optimal auf so einer Karte, weil da so wenig Platz ist für weitere Helmsymbole. Aber ich habe schon mal dieses Zeichen. Damit kann ich schon mal arbeiten und mir nachher eben so eine Vale-Karte kaufen. So, da kommt ein neuer hin. Und zack, was haben wir hier? Other Advancements added to this card cost 2 mana less. Also hier kann ich günstiger weitere Advancements draufbringen. So, und da ist auch schon Feierabend. Das heißt aber, für 2 kann ich hier auch ein 4er Advancement dazu packen. Und das mache ich jetzt auch einfach. Dann nehme ich hier diesen Wolfmond. Achso, der hat wieder... Der hat auch wieder dieses Symbol, aber ist mir jetzt auch egal. Mal bevor ich einen Vorteil Zoll nehme, das ist ja auch lächerlich. So, dann nehmen wir das. Habe ich jetzt hier meine Ablagestapel? Ach ne, das war schon, genau. Beinahe wäre ich mit den Stapeln durcheinander gekommen. So, hier wird nachgelegt. Diese Karten hier oben drauf darf ich übrigens noch nicht kaufen. Deswegen kann ich die da auch einfach liegen lassen. So, 2. When played, search your deck for any card. You may put it into your discard pile and shuffle your deck. So, when played heißt in dem Moment, wenn ich sie von hier oben hier rüber lege. Jetzt darf ich meinen Stapel durchsuchen. Geh her. Und darf eine beliebige Karte abwerfen. Jetzt nehme ich natürlich hier so eine Cursed Land Karte und werfe die ab. Und dann mische ich einfach nochmal, damit ich die Reihenfolge nicht kenne. Das kann ich natürlich, nachher hat man nicht mehr so einen guten Überblick, welche Karten man in seinem Deck hat. Das ist natürlich auch ganz gut, um abzuschätzen, wie groß das Risiko ist, das man eingeht, wenn man noch weiter aufdeckt. So, da haben wir noch eine und da ist schon wieder Feierabend. So, das heißt, wir sind bei 3. Achso, ich habe hier noch einen 4. in der Hinterhand. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich mir doch mal so eine hier für 4. Das heißt, ich drehe den rum. Und ach ja, den packe ich einfach mal da dazu. Da tut er nicht weh, ne? Und jetzt habe ich 2 Symbole, mit denen ich mir eine Karte kaufen kann nachher. Und das ist sogar, eine Karte gibt es sogar, die genau diese Kosten hat. Das ist sehr praktisch. Auch noch weg. So, das war das. Und der ist dran. So, 2. Ah, sehr gut. Oh, noch besser. Jetzt geht's aber. So, und da ist aber Feierabend. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Mana zur Verfügung. So, hier gibt es eine, die cancelt alle roten Symbole auf einer Karte. Die ist jetzt erstmal nicht so spannend. Ich glaube, ich kaufe mir hier den Hulking Thornhide. Der bringt mir nämlich dann jedes Mal noch Siegpunkte, wenn ich den habe. So, und jetzt, was man nicht machen möchte, weil es einfach sehr risikoreich wäre, ist, na, geh her, 2 rote Symbole auf eine Karte packen. Wie schon gesagt, ich muss so lange Karten aufdecken, bis ich mindestens 3 aktive rote Symbole habe. Das heißt, wenn ich hier schon 2 ausliegen habe, also wenn es so rum wäre und ich decke diese Karte auf, habe ich direkt 4 rote Symbole. Das heißt, ich habe sofort gespoilt und mein Zug ist direkt vorbei. Um das zu vermeiden, packen wir den also lieber
zu einer anderen Karte. Ups. Nicht hinten dran, vorne dran wäre besser. So. Das heißt, der kommt darüber. Da kommt wieder ein neuer hin. Und der dahin. Übrigens, ich habe ja schon gesagt, man darf nicht Bilder mit Bildern überdecken. Was man aber schon überdecken darf, sind diese Schriftzüge hier an der Seite. Ich mache mal gerade, deck mal gerade fertig auf. Aha. Lauter Leere. So, da ist vorbei. Ja, also wenn ich, das ist die nächste, okay. Sagen wir mal, ich hätte jetzt, na toll, die passen gerade nicht übereinander. Denn da, so. Das ist jetzt zwar die gleiche Karte, aber, dann nehmen wir doch einfach, das ist doch so. So, sagen wir mal, ich habe eine Karte, wo dieses Advancement drin ist, ja, mit dieser Fähigkeit, und ich kaufe mir jetzt ein weiteres Advancement dazu. Die Bilder überdecken sich nicht, aber die Texte würden sich überdecken. Aber das ist okay, das ist erlaubt, und ich darf mir auch raussuchen, ob ich es jetzt dahinter oder davor packe. Ja, kann unter Umständen den Text etwas schwieriger lesbar machen, weil er so ein bisschen durchscheint. Aber ich denke mal, in der Karte, wenn es in der Karte steckt, dann geht es auch einigermaßen. Ja, dann kann man das auch noch einigermaßen lesen. Ja, also in dem Moment darf ich mir das Ganze raussuchen. So, jetzt packen wir die mal wieder drauf und die packen wir einfach drunter. Und dann können wir hier weitermachen. Ich habe jetzt zwar hier ein Whale-Symbol, aber leider nur eins, auch wenn es ein Joker ist. Das heißt, für den einen kann ich mir noch nichts kaufen. Aber ich habe insgesamt vier. Und das heißt, ich kaufe einen Adler. Ist das ein Adler? Nee, Adler wäre Igel. Falke. So rum. Hawk. Ja. Ich glaube, das war richtiger. Den Vogel halt. So, das ist rot. Das heißt, das kommt darüber. Also insgesamt geht das Spiel natürlich ein ganzes Stück nochmal schneller. Weil jeder schon mal hier dieses Aufdecken machen kann, während der andere dran ist. Ja, da muss man nicht erst warten. So, hier riskiere ich das jetzt nochmal. Ich könnte jetzt an dieser Stelle aufhören. Das ist meine On-Deck-Karte. Ich habe jetzt drei Symbole. Und ich glaube, ich höre jetzt auch einfach auf an der Stelle mit dem. Dann kann ich mir hier diese Karte kaufen. Und dann ist gut. So, das heißt, die bleibt auf dem Deck. Da kommt noch eine neue, mit zwei Mana, das ist ganz praktisch. Okay, her. So. Zwei. Leer. Dann müssen wir wieder mischen. Ja, insgesamt muss man allerdings auch sagen, und das kriegt ihr ja auch so ein bisschen mit, man spielt schon nebeneinander her. Ja, also ich meine, klar, es kann mal sein, dass man vielleicht mal ein Auge auf dieselbe Karte geworfen hat, auf dasselbe Advancement oder auf dieselbe Whale-Card. Aber insgesamt gibt es in der bisherigen Variante dieses Spiels keine Interaktion zwischen den Spielern. Ja, außer, dass man wartet, bis der andere seinen Zug fertig hat. Ich habe schon gehört, dass eine Erweiterung schon angekündigt wurde für Ende dieses Jahres. Also zumindest habe ich das irgendwo im großen, weiten Internet gehört oder gelesen. Ob es richtig ist, kann ich nicht ganz genau sagen. Vielleicht kommt auch da dann mehr Interaktion zwischen den Spielern rein. Was genau das allerdings dann sein sollte, wisst ihr jetzt auch erstmal nicht. Müssen wir also einfach mal abwarten, was da noch so passiert. Mittlerweile kaufe ich mir hier für 3 Mana mal diese Blumen einfach. So, da mit rein. Und dann ist die letzte Level 1 Advancement Karte hier. Ja, von daher, das Spiel an sich ist ganz nett. Wie schon gesagt, es gibt halt leider überhaupt keine Interaktion zwischen den einzelnen Spielern.
Von der Dauer her ist es ganz okay. Es geht aktuell in dem Spiel jetzt gerade noch relativ langsam, aber wenn es mal anfängt mit Karten, mit denen man sich diese Siegpunkte nehmen darf, dann geht es doch auch ziemlich schnell. Also ihr seht ja, ich habe jetzt glaube ich eine Dreier und eine Zweier im Deck. Hier ist eine Vierer, wo ich vier Siegpunkte bekomme. Das heißt, von den Karten, die kommen zwei, dreimal dran und dann ist das Spiel auch schon vorbei und dann wird eben abgerechnet. Wie schon gesagt, es werden alle Siegpunkte zusammengezählt. Hier unten bei den Bay-Cards gibt es eben auch welche, die relativ viele Siegpunkte geben. Es gibt auch welche, die gar keine Siegpunkte geben, weil halt einfach der Effekt so stark ist. Also das richtet sich schon ein bisschen danach. Zwei. Und da ist es auch. Schade. Gut. Jetzt habe ich hier nur einen Mana, aber ich bekomme halt drei Siegpunkte, wenn ich jetzt aufhöre. Eigentlich für ein Mana kann ich mir so gar nichts kaufen. Also das kann ich mir auch nicht aufheben, logischerweise. Ich kann es auch nicht hier reinladen. Das geht nur, wenn ich gespoilt habe. Von daher, ach komm, geht noch einer. Nein, verdammt. Schade. Drei Siegpunkte verschenkt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, auch wenn ich mir jetzt den da wieder rumdrehen darf. Aber das tut schon ein bisschen weh. Aber gut, das Spiel ist noch relativ jung, was die Siegpunkte angeht, von daher, da sind noch genug da. So, jetzt darf ich mir hier wieder eine raussuchen. Ich nehme einfach die erste, die ich abwerfen darf. So, brauchen wir auch nicht so viel mischen. Oh, jetzt habe ich gleich hier freie Auswahl. So, die bleibt da liegen. Gut, so, jetzt endlich kann ich mir auch mal eine Veil-Karte kaufen. Jetzt habe ich hier gleich einmal das hier, ein grünes und ein braunes, wo ich mir diese Karte zum Beispiel kaufen kann. Aber ich habe auch hier einen Joker. Das heißt, ich kann mir von den unteren eigentlich jede Karte kaufen. Kann ich mir also raussuchen. Und von den oberen könnte ich mir sogar auch diese Karte kaufen. Die bringt allerdings nur Siegpunkte am Ende. Drei Stück allerdings, von daher ist es nicht ganz schlecht. Ach hier, das kann ich gerade noch zeigen. Es gibt hier übrigens auch einen umgekehrten Joker. Ja, also dieses Symbol darf ich mit jedem beliebigen Symbol bezahlen. Ja. So, was ist das hier? Das ist ein gelbes. Also das ist, soll dieser Stern sein, nehme ich mal an. Ich sollte es vielleicht auch in die Kamera halten, ja. Von daher, es gibt schon ein paar mit Sternen. Ich nehme mir einfach mal hier diese Cascading Falls, die Wasserfälle. Das heißt, Harvest ist die Phase, wo ich eben hier alles ausgebe. Die Erntephase, da bekomme ich dann ein gelbes Symbol jede Runde. Ja, darf ich jede Runde benutzen. Ich muss das jetzt eigentlich mal aus dem Bild legen. Also bevor ich weitermache, ich habe noch drei. Da habe ich natürlich gerade noch drei Mana, dafür kann ich mal wieder gar nichts kaufen. So, ist jetzt die Frage, riskiere ich das noch? Nee, nee. Also, ich nehme diese Karte, eine Bärentatze habe ich hier. Und hier habe ich noch einen Joker, das heißt, ich nehme die und dann kaufe ich mir halt noch einen Fertile Soil für zwei. Und das packe ich jetzt einfach damit rein, das ist auch besser wie gar nichts. So. Bevor wir das alles wegwerfen, das wäre ja schade drum. Gut, und dann wird auch hier aufgedeckt. Auch hier gibt es Level 1 und Level 2 Karten. Ja. Ihr seht es natürlich schon an den Kosten und an den Effekten, was die nachher bringen. Die sind dann auch unterschiedlich stark. So, haben wir eigentlich noch irgendeine Karte, die uns jetzt mal noch Siegpunkte einbringt. Dann hätten wir alles wenigstens mal abgehandelt. Die kostet zwei weniger, das ist auch gut.
So, da ist Feierabend. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Mana. Und wenn ich was für diese Karte kaufe, könnte ich sogar was für 7 kaufen, wenn ich wollte. Da gibt es aber nicht viel, was da passt. Von daher, das ist nicht so spannend. Also gehen wir mal von 5 aus. So, dann nehme ich doch einfach mal hier den Feral Chieftain. Ja. So, und der hat jetzt eben die Fähigkeit für jedes Helmsymbol, wenn ich ihn spiele, bekomme ich hier einen Siegpunkt. Da zählt natürlich das eigene auch mit, aber nur das, was auf dieser Karte drauf zu sehen ist. So, dann weg damit. Und das auch weg. Und dann machen wir noch einen Zug mit dem Roten. So, genau. Da ist der zweite Rote. Und da ist der dritte. Okay. Ich habe 3 Mana. Ach, bei Mana hätte ich sogar noch einen mehr gehabt. Hätte mir aber auch nichts gebracht. Ne, ich habe 2 Mana hier. Richtig, das ist kein Mana. Ich höre auf. Das heißt, ich darf mir, wenn ich möchte, wieder einen Fertile Soil nehmen. Ich nehme mal so einen mittleren. Tu den mal hier noch mit dazu. Also man kriegt seine Karten auch nicht alle voll. Von daher ist das jetzt auch kein Problem. Außer man würde natürlich nur so billige Advancements kaufen, dann vielleicht schon. Aber ansonsten kriegt man seine Karten eigentlich nicht so wirklich voll. Von daher ist das schon okay, wenn ich das jetzt da noch mit reinpacke. Und ich bekomme 2 Siegpunkte. So, die ersten 2. Endlich. Und das war's. Das war der Zug. Genau, wie schon gesagt, es geht so lange, bis dieser Stapel hier aufgebraucht ist. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Das hier ist übrigens nur der Marker für den First Player, also für den Startspieler. Sonst hat es keinen Unterschied. Und dann werden die Punkte zusammengerechnet und wer die meisten hat, hat gewonnen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, wie schon gesagt, so ganz mein Ding ist es nicht. Man spielt halt so ein bisschen nebeneinander her. Ist mir persönlich jetzt ein bisschen zu unkommunikativ. Vor allem, man kann das Spiel zwar beschleunigen, dadurch, dass eben jeder schon seine Aufdeckphase macht, aber man kriegt dann halt auch nicht mehr so richtig mit, was die anderen jetzt alles gemacht haben. Man gerät da ein bisschen durcheinander. Dann diese When-Played-Fähigkeiten, die muss man natürlich auch direkt machen, wenn man die Karte rüberlegt, also während die anderen ihren Zug dann machen. Und also schon okay, aber meinen Geschmack trifft es jetzt nicht so hundertprozentig, muss ich zugeben. Trotzdem ein interessantes Spiel an sich, schönes Konzept. Ich mag auch diese Plastikkarten. Ich kenne das schon von Cthulhu Gloom, wo es auch diese durchsichtigen Karten gibt, die man übereinander legt. Das ist schon wirklich ganz nett. Ja? Von daher vom Produktionswert her definitiv ein schönes Spiel. Die Karten, diese Advancements, die kommen übrigens alle mit noch einer Plastikfolie drüber. Die löst sich irgendwann auch von alleine. Ich habe mir gleich die Arbeit gemacht und habe sie alle abgefuddelt, weil mich nervt das einfach, wenn dann diese halb gelöste Plastikfolie da drauf ist. Und das tut den Karten jetzt auch nicht wirklich weh. Man sieht vielleicht so ein bisschen ganz leichte Kratzer, aber im Endeffekt hindert das nichts an der Spielbarkeit dieser Karten. Und außerdem lassen sie sich dann wenigstens irgendwann mischen, weil am Anfang, also man sieht es hier bei diesen Fertile-Soil-Karten noch, die habe ich noch nicht wirklich gespielt. Weiß nicht, ob man das auch hört. Ja, die kleben halt ein bisschen aneinander. Hier ist dann immer mal wieder so, hier zum Beispiel, da sieht man das sogar schon so ein bisschen. Ja, da seht ihr diese Luftblasen hier. So, das heißt, die muss man einmal auseinander machen. Hier, ganz krasser Fall. Zack, ja. Das ist am Anfang ein bisschen nervig, weil man die Karten auch gar nicht vernünftig mischen kann, weil man die gar nicht so ineinander bekommt. Aber nach
zwei, drei Spielen ist das überhaupt kein Problem mehr. Ja, und dann kann man sogar die Karten ohne Probleme hier ganz normal shuffeln, ja, ohne dass die groß aneinander kleben und auch ineinander schieben. Und dann flutscht das auch alles ohne Probleme. Ja. Also von daher, da muss man sich keine Sorgen machen am Anfang, wenn es ein bisschen klebt. Das gibt sich relativ bald. Gut, ansonsten, wie schon gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.